Tanja Tschewtschenkos Zwillinge sind da. Diese süße Nachricht verkündet die ehemalige Alles-was-zählt-Darstellerin jetzt höchstpersönlich im Netz. Zu einem niedlichen ersten Foto schreibt sie aus der Sicht der Neugeborenen: Hallo, wir sind Leo und Louis. Geboren am 27. April 2021 um 23.50 Uhr und 23.51 Uhr. Wir wiegen schon 1840 Gramm und 1940 Gramm. Außerdem sind wir 41 cm und 45 cm groß. Dass die kleinen Jungs schon jetzt das Licht der Welt erblicken, ist für die frisch gebackene Dreifachmama und ihren Partner Norman Jeschke aber sicher eine große Überraschung. Immerhin findet die Geburt einige Wochen vor dem geplanten Termin statt. Schon vor wenigen Tagen meldet sich Tanja mit einem Update aus dem Krankenhaus zu Wort. Die Ex-Eiskunstläuferin erleidet in der 34. Schwangerschaftswoche einen Blasensprung. Jetzt am Samstag waren wir unterwegs und mir ist eine der Fruchtblasen geplatzt, also ein Blasensprung ohne Vorwarnung. Und ich dachte immer, mal gucken, ob man sowas merkt, wenn sowas passiert. Man merkt es definitiv. Also es war sowas von nass auf einmal. Ich saß und bin aufgestanden, auf einmal war alles nass. Aber so wie ich jetzt lächle, habe ich da natürlich nicht gelächelt, weil es war natürlich dann erstmal so Panik angesagt. Zwar versuchen die Ärzte daraufhin, die Geburt aufzuhalten, doch da machen sie die Rechnung ohne die beiden Jungs. Die haben es nämlich so eilig, dass sie wenige Tage nach dem Blasensprung zur Welt kommen. Dieser ganze Trubel mindert die großen Elternfreuden aber keinesfalls. Mama und Papa sind froh, dass wir endlich da sind, wenn auch ein bisschen zu früh. Aber wir waren einfach zu neugierig und wollten wissen, was hier draußen alles so los ist. Zudem hält die 43-Jährige auch gleich beruhigende Worte für ihre Fans bereit. Tanjas eineiigen Zwillingen geht es trotz der Frühgeburt den Umständen entsprechend gut. Wir sind zwar gerade noch auf der Intensiv, aber alle loben uns, weil wir uns so toll schlagen. Wir atmen eigenständig und brauchen nur ein Wärmebett und keinen Brutkasten. Diese Zeilen sorgen aber nicht nur bei der Familie für Freude. Auch zahlreiche Freunde und Promis beglückwünschen die Eltern. Unter anderem gratuliert die einstige Alles-was-zählt-Kollegin Juliette Greco. Herzlich willkommen, ihr zwei. Und die liebsten Glückwünsche euren Eltern und großen Schwester. Genießt euch in aller Ruhe. Natürlich beglückwünschen die Eltern auch zahlreiche Fans. Aber wie kommen die Namen der kleinen Zwillinge eigentlich bei der Community an? In einer aktuellen Promiflash-Umfrage zeichnet sich ein eindeutiges Ergebnis ab. Rund 91% aller Teilnehmer sind von den Namen Leo und Louis so richtig begeistert. Knapp 9% finden hingegen keinen Gefallen an der Namenswahl. Aber das dürfte Tanja und ihren Normen aktuell herzlich egal sein. Die ehemalige Eiskunstläuferin zieht sich jetzt sowieso erst einmal aus den sozialen Medien zurück, um die Zeit mit ihren Zwillingen zu genießen. Aber kein Grund zur Traurigkeit. Schon bald möchte Tanja dann ein ausführliches Update zu Leo und Louis geben.